Geh mal zurück. Geh mal zurück. Jetzt müssten alle wieder zu sein, richtig? Nein. Das heißt, es fehlt nur noch das Tor hier vorne. Ist nebenbei die Tür aufgegangen? Licht? Nein. Du warst nicht für vorne, du warst für Mitte. Du warst für hinten eigentlich. Also gucken wir mal, ob du jetzt die vordere Tür aufmachst. Ja, sehr schön. Wir könnten nach oben. Ich denke, das ist auch der einzige Weg, weil die Tür da ist nicht aufgegangen. Durch unser ganzes Rumexperimentieren. Richtig? Richtig. Okay. Vielleicht müssen wir auch erst nach oben, um dann wieder nach unten zu kommen. Oder hier ist ein Secret. Das Licht ganz schön schneller aus. Nö. Okay. Rationen haben wir noch 3. Gucken wir erstmal hoch. Im Notfall können wir immer noch die ganzen Tränke trinken. Was haben wir jetzt? Stufe 3. Ist echt ganz schön groß. Komm, hier ran. 2 Fernkämpfer. Jo, ran da. Nope, rum. Trink mal einen Trank. Da? Kommt von da auch was? Nein. Ran. Warten. Irgendwas ist da verbuggt. Okay. Steuerung Alt R. Steuerung Alt R. Geht nicht mehr. Okay. Dann fangen wir halt 1-2 Schläge ein. Das Schild ist kaputt. Wir müssten allerdings einen Decker für haben. So, Derek Schild. Du hast sogar ein magisches Schild als Backup. Warum hast du das alte noch angehabt? Also ja, ich bin natürlich schuld, aber... Man kann es ja versuchen, auf den armen kleinen Zwerg zu schieben. So, hier brauchen wir einen Schlüssel. Den wir noch nicht haben werden. Die Türen sehen auch nicht so aus, wie man sie öffnen könnte. Oh doch, aber du musst ganz schön mal einen Heiltrank trinken. Wo wir irgendwas anderes machen. Falle? Nee. Schlüssel für Borgport Mairen. Goodie. Du, Licht. Hier zum Beispiel. Dieses Gebiet ist in der Early Access Version noch nicht freigeschaltet. Komisch. Okay. Das kam jetzt irgendwie unerwartet. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass der ganze Dungeon fertig ist. Näher ran. Oh, oh, oh. Näher ran war keine gute Idee. Links und rechts standen auch welche. Elite, Miliz und der Magier. Du trink mal einen Trank. Du hau mal den Milizionär. Du auch. Du auch. So. Du haust ihn. Du haust ihn. Du haust ihn. Du flambierst ihn. Du haust ihn. Du haust ihn. Du kannst nicht auf ihn schießen, weil er im Nahkampf ist. Du flambierst ihn. Genau. Sehr schön. Den letzten Feuerball. Oh, 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 oh. Nicht nur einen K.O. schlagen. So. Das war schon knackig. Ich glaube, ich raste jetzt mal. So. Erdabwendung und einen neuen Schlüssel.
Okay. Ich hatte mich schon gewundert, weil wir hatten ja einen gefunden, aber es gab doch ein paar mehr Türen mit Schlössern. Wenn ich das richtig gesehen hatte. Also unten ja auch. Fragezeichen? So, diesmal stürmen wir nicht rein. Diesmal könnt ihr ruhig rauskommen. So. Lied in die Zone. Da wird direkt mal spotten. Du haust drauf. Du kannst nicht zurückpusten, weil die da im Weg sind. Glaube ich. Du feuerst. Eine Elite, noch eine Elite. Die Buff. Und aber noch die Flügel. Was in MM6 geklappt hat, klappt auch hier. Einfach immer nur A drücken. Oder 1. Was haben wir hier? Eine Kiste. Ein Blick auf diese komische Felsformation, die ein bisschen anders aussieht als die anderen. Da werden wir in der Vollversion auch auf jeden Fall noch hingucken. Oh, und schön viele Tränke und Schriftrollen. Das ist immer gut. Du trink mal einen Mana-Trank. Du trink mal einen Heiltrank. Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier jetzt was Dickes hinter ist. Ein Bogenschütze. Okay, zwei Bogenschütze. Ran. Drei Bogenschützen. Okay, Orgum soll gleich was trinken. Oh, vier Bogenschützen, die dann da standen. Also Orgum, Heiltrank. Hauen, 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 hauen. Du debuff mal alle. Oh. Ich dachte in einem Umkreis von 3 Metern. Warum werden... Achso, weil die schräg stehen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Also die sind quasi kreuzförmig, die Zauber, und nicht radial. Was noch ein wenig unintuitiv ist. Aber ich denke mal, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Also entweder das, oder es wird irgendwie gefixt oder geändert. Je nachdem, ob es halt ein Bug ist oder beabsichtigt. Kann ja auch zu Taktikzwecken absichtlich so sein. Das weiß ich nicht. Gut. Ja, es war jetzt ein wenig schmerzhaft, aber es war nicht das, was ich erwartet hatte. Schlafen. Ein Buch. Häuser der Zauberei. Oh, und ein Schalter. Klick. Was ich nämlich erwarte, ist irgendein richtig großer Raum mit Torbögen nach draußen, dass man richtig gut rausgucken kann, und da drin hockt der Drache und greift uns an. Hier? Nein. Hier. Du bist kein Drache. Aber hier sind 3 Leute, da muss ich denken. Alle 3 ansprechen. John Morgan. Es freut mich, euch wiederzusehen, Freunde. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Dich kennen wir nur aus dem Intro. Mit dir haben wir nie gesprochen, oder? Ah doch, du hast uns angeheuert. Nein, hast du nicht. Wir sind hier, weil wir unseren Meister beerdigen wollen. Also nein, wir kennen dich nicht. Wir können Klatsch und Tratsch abholen. Meine Tochter ist mein größter Schatz, mein Stolz und meine Freude. Warum nehme ich sie also mit in einen so gefährlichen Ort, fragt ihr? Tja, tatsächlich habe ich das auch nicht getan. Ich habe ihr unmissverständlich aufgetragen, in Wertheim bei ihrer Mutter zu bleiben. Also ja, für diejenigen unter euch, die Might and Magic 6 ausgiebiger gespielt haben als ich, wird das Ganze wahrscheinlich wesentlich mehr sagen. Ich habe mich damit nur rudimentär befasst. Danke dafür, dass ihr dem Statthalter geholfen habt. Aber ich behalte euch trotzdem im Auge. Nehmt es nicht persönlich, es gehört zu meinen Pflichten. Also hier können wir Meister Schwert und Meister Schild werden.
Nein! Nein! Ich habe ein ganz böses Déjà-vu bei diesem Satz. Auftrag, Doppelpunkt, der Zirkus. Wenn man das nämlich in einem gewissen anderen Spiel gemacht hat, dann hat man das Schloss wieder verlassen und hatte plötzlich einen Prinzen dabei, der unbedingt zum Zirkus wollte. Aber gut, gucken wir mal. Zirkus. Ich habe gehört, dass der Zirkus des Mondes im Osten von hier sein Zelt aufgeschlagen hat. Da gibt es einen jonglierenden Tiermenschen mit vier Armen und einem Burschen, der Schwerter verspeisen kann. Das muss ich unbedingt sehen. Könnt ihr mich hinbringen? Bitte, bitte, bitte. Fortsetzen? Und was fällt euch ein, junge Dame? Belästigt unseren Besucher nicht. Murmelt und sieht einen Schmollmund. Ja, Vater. Ens Großvater. Ich bin meinem Großvater erst ein paar Mal begegnet, aber er gefällt mir. Nicht einmal seine Augenklappe macht mir Angst. Vater redet nie darüber, aber ich bin ziemlich sicher, dass Opa ein Pirat ist. Das ist doch toll, oder? Kommt drauf an. Was für einer. Zu meinem Geburtstag hat er mir sogar eine Streitaxt geschenkt. Aber Vater lässt mich nicht damit spielen. Er sagt, ich sei noch zu jung. Bin ich gar nicht. Ich bin schon fast 9. Ja. Tschüss, ihr drei. Dürfen wir jetzt dadurch? Nein. Aber ja, wir haben Gott sei Dank keinen NPC plötzlich in der Party. Der jetzt im Zirkus will. Das ist schon mal sehr gut. Also es konnte nicht wirklich irgendwas passieren. Aber ich fand es recht irritierend, als es mir zum ersten Mal passiert ist beim MN6-Spielen. Weil es ist ja schließlich königliches Blut und so. Und wenn dem irgendwas passiert, hätten wir dran zahlen müssen. Da vielleicht. Also wir müssen jetzt eigentlich nur noch irgendeine Kiste finden, wo ein Schlüssel drin ist. So, das Ding war zu. Hier waren wir schon überall. Wo zur Hölle? Da unten. Okay. Auch ein. Ah, hier können wir es öffnen. Oh. Ivan. Du bist kein Drache. Hier sind keine Torbögen. Wer seid ihr? Wie ist euch gelungen? Oh, ich verstehe. Ihr müsst diese Schatzjäger sein, von denen ich ständig höre. Wisst ihr denn nicht, dass es äußerst ungesund ist, die Nase in Angelegenheiten anderer Leute zu stecken? Kämpfen. Oh, okay, er ist ein Bogenschütze. Wir sollten definitiv in den Nahkampf gehen. So. Gegner sind alle schön in einer Reihe, das heißt, wir können die Buff benutzen. Dann hauen wir zuerst den kleinen Kram weg. Aber du spottest den Boss, weil du mehr Schaden fangen kannst. So, du haust ihn, du haust ihn. Irgendwie hat er nicht Tirik angegriffen, kann das sein? Was hast du da? Immun gegen Gedanken und Körpermanipulationen. Ah, ich glaube, Spotten zählt als Gedankenmanipulation. Nochmal immun gegen Gedankenmanipulation? Das ist doppelt gemoppelt. Gegenwehr kennen wir und Debuff, ja. Okay, also dann einfach nur draufhauen. 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 Du brennst ihn, weil ihn zu brennen wäre meine Verschwendung. So. Tirik haut. Orgum haut ihn. Du trinkst einen Mana-Trank. Heiltrank. Du haust ihn. So. Oh, da sind ja noch mehr. Du brennst ihn. Du haust ihn. Haust ihn. Haust ihn. Gut, sie kommen nah ran. Das ist sehr gut. Du brenn ihn. Haun, haun, haun. Ich hoffe, da kommen nicht unendlich. Weil dann mache ich genau die falsche Taktik. Da hätte ich eigentlich von vornherein auf ihn hier bleiben sollen, aber na gut. Du, Mann, und Rang. Hau, 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 hau. Licht ist aus. So. Jetzt haben wir ihn alleine. Du, Heiltrank. Du, Heiltrank. Hau, hau.
Also im Vergleich zum... Da war gar keine Animation. Aber im Vergleich zum Nager ist er wirklich sehr gut machbar. Auch um Rüstungsbeschädigt. Hau. Feuerball. Hau, hau. Zwei Runden noch. Das Schild ist weg. Wir müssen auf jeden Fall unsere Ausrüstung durchgehen. Und Verstärkung ist da. Weich mal nach links. Erstmal du schießt. Dann nach links ausweichen. So. Dann holen die auf. Wir gehen dahin. Die holen auf. Wir hauen sie tot. Also, Rüstung prüfen. Schild ist defekt. Du hast kein weiteres Schild. Aber wir haben sehr viel Zeug. Sollen wir echt mal aussortieren. Das kannst du nicht tragen, weil du kein Experte bist. Okay. Dein Helm ist defekt. Da kannst du einen guten Helm nehmen.